Zum ersten offenen Eistraining der neuen Saison 2012-2013 luden die Krefeld-Pinguine am heutigen Mittwoch um 17 Uhr ein. Strahlender Sonnenschein bei 31 Grad lockten etwa 400 Zuschauer in die Rheinlandhalle, um die Pinguine bei ihrer ersten Trainingseinheit auf dem Eis zu begutachten. Mit dabei waren auch Christian Erhoff und Marcel Nöbels. Das erste Testspiel der neuen Saison findet am 17.8. bei den Füchsen aus Duisburg statt. Wer die Pinguine vor dem Testspiel noch einmal live sehen möchte, kann dies am 4.8. um 10 Uhr beim zweiten öffentlichen Eistraining tun.